Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Crusader. Wir sind in Mission 2, die Grafschaft Edessa. Nun, da Armenien gesichert ist, erhaltet ihr den Befehl, mit dem Rädelsführer des arabischen Raubzugs abzurechnen. Man sagt, dass Herzog Boregar der Bevölkerung von Sarush in der Grafschaft Edessa hohe Steuern auferlegt, um die Söldner zu finanzieren. Das müssen wir natürlich verhindern. Marschiert nach Osten und verstärkt Bira. Schwächt Herzog Boregars Wirtschaft, damit er nicht noch mehr Söldner anheuern kann, bevor ihr mit ihm abrechnet. Zieht schnell eure Wälle auf, um zu verhindern, dass die Sklaven der Schlange eure Wirtschaft zerstören. Platziert Brunnen für den Fall, dass die Sklaven der Schlange eure Verteidigung durchbrechen. Gut, schauen wir uns erstmal die Karte an. Aha, wir können hier hinten unsere Wirtschaft stärken. Also, wir können hier das abbauen ohne Probleme. Der müsste an meiner Burg vorbei. Und der Weg müsste zu lang für ihn sein. Wir können hier Bogenschützen später aufstellen. Da werden scheinbar Gegner kommen. Hier hinten nicht. Nein, nur da rechts. Wir werden die gesamte Wirtschaft hier hinten aufbauen müssen. Dann will ich nur sagen, wir verzichten auf Obst und bauen lieber Getreide an. Bei den längeren Wegen finde ich effektiver. Unsere Kundschafter melden, dass sich eine arabische Söldnertruppe auf dem Weg befindet. Sie könnte jeden Moment hier sein, Sir. Jetzt schon. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Okay. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich baue jetzt erstmal noch zwei Steinbrüche. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu... Da kommen sie, Sir. Männer, an die Waffen. Oha. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Jetzt haben wir ein kleines Problem. In diesem Gebäude gibt es keine. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Also das sind tatsächlich viele. Es werden Rekruten benötigt. Wir sammeln mal eine Menge Mönche. Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Ich würde gern trotzdem relativ auf arabische Truppen verzichten. Jetzt oder nie, Männer! Angriff! Euer Gnaden? Ah, ja, gut. Da wäre jetzt der Dings gewesen, der Berater vom. Also dieser. Der Berater von der Lange Ratte und so weiter. Wir werden überfallen! Okay, wir haben schon mal die Sklaven erledigt. Und die haben wir auch erledigt. Wie kann ich helfen? So. Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. So, machen wir mal 4. Einer ist hängen geblieben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, my Lord. Dieses Gebäude ist momentan funktionsfähig. Ja, jetzt sind alle am Arbeiten. Wir haben Hopfen, da würde ich gerne noch. Ich denke, wir haben die Schlange aufgerüttelt, Sir. Ja, kann man so nennen. Muss ich nur gucken, wie ich das die Burg baue, ohne dass ich hinten das zubaue. Dann machen wir doch hier oben noch einen Holzfäller. Wir sitzen doch ziemlich dicht am Rand der Karte. Und hier mal so ein großes hin. Und hier hinten. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held! Kleines Tor. Ich habe eine Überraschung für euch. Ach, das ist jetzt etwas blöd. Mit Gott. Oh, ich glaube, der übernimmt doch. Eure Beliebtheit sinkt. Nimm kein Essen mehr, ja, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, der übernimmt doch einige Sachen von den. Fortsetzen.
einstellen von Xander. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Oh. Wohin das wird etwas schwierig. Ein Kinderspiel. Ja, das wird jetzt echt blöd. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir stehen zurück. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Wir den mal gerade erledigen. Die schwarzen Mönche sind bereit. Machen wir sie hier oben. Eure Befehle? Dann brauche ich eine Mühle. Und Bäckereien. Wir benötigen Holz. Das kaufen wir jetzt auch gerade noch. Ist das jetzt ganz schlecht? Das lasst ihr mal schön bleiben. Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Noch ist gar nichts verloren. Ja, mein Freund. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann kaufen wir mal gerade ein bisschen Nahrung ein. Ah. Man rückt dem Lord zu Leibe. Jetzt verliere ich das doch. Okay, das muss ich ein bisschen ernster nehmen. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Vielleicht muss ich auch die Mission ernster nehmen. Unsere Kundschafter melden, dass sich eine arabische Söldnertruppe auf dem Weg befindet. Sie könnte jeden Moment hier sein, Sir. Ja. Dann hole ich jetzt erstmal die Häuser her. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das vierte Haus wurde nicht gebaut. Da kommen sie, Sir. Männer, an die Waffen. Dann das. Dann brauche ich Ungmarer. Wir benötigen Holz. Gut, eine Nachricht geht der Schlange. Auch. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Es werden Rekruten. Ja, das ist ein jetzt oder nie, bisschen Männer. Blöd. Angriff! So, wir kaufen auch noch gerade 20 Bögen. Bin zur Stelle. Wir werden überfallen. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Ein leichtes. So, schnappt euch mal die. Wie kann ich helfen? Brauchen wir unbedingt Steine? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Braucht dann noch zwei mehr, aber die bauen wir erst später. Bin zur Stelle. So. Brauchen bald auch eine Mühle, die bauen wir jetzt schon. Und Bäckereien können wir auch schon mal vier bauen. Ich denke, wir haben die Schlange aufgerüttelt, Sir. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Also wir müssen seine Wirtschaft relativ schnell schwächen wahrscheinlich. Ich lasse mir trotzdem diesmal noch mal ein bisschen Zeit. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Weil es sonst ein bisschen langweilig wird, aber dass er jetzt, dass er tatsächlich uns was anrichten kann, haben wir ja gesehen. Bin
das nicht so schwer ist, das abzuwehren. Der Herr ist allgegenwärtig. Ich hätte vielleicht nicht ganz so dicht bauen sollen. Feld hier frei wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. So. Müssten Steinlieferungen kommen. Eure Beliebtheit sinkt. Rücken aus. Kommen wir nach vorne. Bin zur Stelle. Die Geräte sind ein kleines Problem. Aber die Feuerballisten sind schon zumindest schon mal weg. So, hier ziehen wir ganz einfach zu. Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Hier kommt man hier vorne hin. Hier kommt ein Turm hin. Hier will ich auch einen hin. Wir benötigen Steine. Mein Herr, eure Befehle? So, und dann sieht das doch schon viel besser aus. Dann brauchen wir jetzt Brauereien. Die können hier hin. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Meuchelmörder erklimmen die Mauern. Visiere an. Ziel angepeilt. So. Eure Beliebtheit steigt. Die haben wir fast alle erledigt. Pfeile bereit. Okay, da kümmern sich unsere Mönche drum. Bogen gespannt. Bogenschützen bereit. Visiere an. So. Feuerballiste ist auch gleich weg. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Dann will ich hier hinten ein Torhaus. Und zwar hier. Und hier ziehen wir einfach mal eine dickere Wand zu. Damit die anders abgeben. Mein Bogen ist euer. Kommt ihr nicht dran? Kommt mal alle hier runter. Eure Befehle? Rücken aus. Weil das Ding näher kommt, könnt ihr nochmal hoch. Bin zur Stelle. Hier. Bier. So. Ihr habt nicht genügend Gold. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. Und ihr geht da hoch. Machen wir die Wände jetzt doppelt. Die Feuerballiste ist auch weg. Wir stehen zu euch. Die schwarzen Mönche. Seid ihr dran? Achso, ne, das sind Bogenschützen. Da brauchen wir zuerst selber noch Bogenschützen. Ja, mein Freund. Noch ist das Ganze offen. Nur der Herr kennt den Weg. Das ist ein Baum. Machen wir hier einen Turm. Wenn ihr mal aus dem Weg gehen würdet. So. Und dann noch. Ja. So. Dann müsste der Bergfried jetzt komplett sein, oder? Ja, ist er auch. Dann haben wir zu wenig Weizen. Ob wir genug Alkohol bekommen, weiß ich noch nicht. Wir kriegen auf jeden Fall Bier aus Schank. Änderung in der Schatzkammer, my Lord. Bin zur Stelle. Ein paar von den Broten verkaufen wir, um jetzt schneller ein paar Bogenschützen zu bekommen. Gevatter Tod ist auf dem Weg zu euch.
So, und dann kümmert ihr euch jetzt Euer Gnaden? Um Wie kann ich helfen? Steinbrüche. Dann kriegt er zumindest von dort links schon mal keine Steine mehr. Dann müssen wir uns hier drum kümmern. Da brauche ich aber noch ein paar Bogenschützen mehr. Das sieht irgendwie komisch aus durch die Lücke. Mein Bogen ist euer. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Ziel angepeilt. Ah, und den habt ihr auch erschossen. In Bewegung. Pfeile bereit. Mein Herr. Ja. Rücken aus. Es ist echt toll, dass die Leitern jetzt besser benutzen können. Ich bin begeistert. Ah, das ist schon nicht schlimm. Aber wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Es ist gerade etwas unangenehm. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Ach, der hat meine Brauerei zerstört. Ja, sind auf dem Weg. Ich glaube, ich baue jetzt hier mal eine Wassertruhe. Bogenschützen, eine Nachricht der Schlange. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Das wirst du noch ein paar Mal durchgehen lassen, Schlange. Das kann ich dir versprechen. Wird jetzt wirklich aber Zeit, dass wir die Wirtschaft stören. In Bewegung. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Eure Befehle? Die sind nicht so wichtig. Gespannt. Die müssten eigentlich durch meine Mönche abgefangen werden. Ihr könnt auf uns zählen. Gebt mir meinen Stock. So. Bin zur Stelle. Rücken aus! Das sind eine Menge Bogenschützen. So, wir kriegen jetzt hier auch die Steinvorkommen beschossen. Ja! Und kriegen jetzt selber eine Menge Geld rein. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist euer! So. Können wir auch noch einen kleinen Turm bauen. Bin zur Stelle, mein Herr. Dann können wir nicht Eure besetzen. Befehle sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Ja. Ah, sie sind näher In gekommen. Bewegung. Dann könnt ihr jetzt wieder vor. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Wir stehen zu Gott. So, jetzt dürft ihr auf jeden Fall weniger Geld bekommen. Das ist schon mal gut. Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen hier noch eine Brauerei. Und wir bauen mal hier. Und da noch zwei Bogenmacher. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist mein euer. Rücken aus. Eure Befehle sind auf dem Weg. So, komm mal ein bisschen zurück. Gegen dich bauen wir auch Belagerungsgeräte. Und wir können, glaube ich, noch ein paar Bäckereien bauen, sobald wir Holz haben. Stein können wir mal verkaufen. Ja, und hier. Dich können wir abreißen. Da kommt eine Kirche hin. Die Kirche ist bei weitem wichtiger als dieser Trog. Ihr habt nicht genügend Güter. Und wir benötigen da. Mehr Gold. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. In Bewegung.
Haben wir noch zwei Häuser und noch eine zwei Getreide und eine Getreidefarm. Haben wir noch ein bisschen Holz rein, dann kann es sein, dass der Bioschrank runtergeht. Ja. Brauchen wir noch eine Tränke. Und hoffen, dass das Bier reicht. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Sonst brauchen wir noch eine Brauerei und noch eine Hopfenfarm. Rücken aus. So, wir kriegen jetzt hier langsam die Überlegenheit. In Bewegung. Ihr stellt euch mal hier hin, dann könnt ihr die Soldaten, die da in die Deckung gehen, von den Obstgärten erschießen und... Einen Moment. Pause. Fortsetzen. So, bin wieder da. Bin zur Stelle. Und? Wir haben zumindest schon mal die Überlegenheit in Bezug auf die Bogenschützen hier. Die Türme machen mir ein bisschen Sorgen, weil die doch sehr stark besetzt sind. Aber das wird uns nicht aufhalten. Ich werde jetzt mal ganz kurz etwas Pech kaufen. Es gibt nämlich eine Sache, die mich aufregt und ich meine, das ginge. Dieser Baum regt mich auf. Hat sich geklärt. Der hat sich von sich, hat sich selbst verabschiedet. Also hätte ich das Pech gar nicht kaufen müssen. Thomas Bierheber. Bin zur Stelle. Da sehe ich mich. Es werden Waffen benötigt, mein Herr. Sire. Rücken aus. Eure Befehle? So. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Setzen wir alles noch stärker unter Druck. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns für den Angriff vor. Es werden er scheint kein Geld mehr zu haben, nee. Die Stöckergeräte waren schon problematisch, aber nichts, mit dem wir nicht auch umgehen könnten. Das Volk huldigt euch, Gold, Sire. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Reich und verehrt sind wir. Euer Gnaden. Okay. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Was soll konstruiert werden? So, 22. Von mir aus. Wir schießen die mit Trieböcken ein. Ich liebe Trieböcke. Also benutzen wir sie auch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja. Ein weiter Weg. Okay. Wie können wir dann helfen? Fangen wir mal an. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie sieht's mit unserer Angriffsarmee aus? Euer Gnaden? Die wächst auch. Bogenschützen bereit. Flugbahn ist berechnet. Und Feuer. Ich kann sogar das Torhaus erreichen. Ich meine, wir müssen die Dinger zweimal zerschießen. Oh, gut, den Turm brauchen wir nur einmal zu erschießen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es zuerst in diese Zwischenstufe zusammenbricht. Bin zur Stelle. Nur das Torhaus müssen wir auf jeden Fall zweimal zerschießen. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Und ihr kommt auch rüber. Mein Herr? Flugbahn ist berechnet. Ja, mit etwas Glück baut er den Turm nochmal nach. Das Tor ist nochmal nach. Und der kleine Tor ist auch eine zerstörte Form. Weiß ich gar nicht. Ja, wie kann ich helfen? Hab ich zumindest noch nie gesehen. Zumindest nicht bewusst. Schön zerstört. Ach, die Waffen kann man zerstören. Und
vor. Ich hab alles getroffen, nur den Turm nicht. Wir gehen auch daneben. Ja, es gibt eine zerstörte Bombe. Eure Befehle? Damit haben wir das auch in geklärt. Bewegung. Der Herr ist zurück. Und ihr könnt rein. Die schwarzen Mönche sind eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten. Wie viele Bogenschützen hatten der da auf einem Haufen? Es werden Waffen benötigt sein. Gucken wir lieber mal noch Verstärkung nach. Ein weiter Weg. Ja, mein Freund. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist. Nun ja. Er hat eine Menge Bogenschützen da auf einem Haufen. Ja. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Aber wir kommen hoch. Ihr könnt auf uns zählen. Und wir haben ihn. Die Herrschaft über die Burg erlangt. Wir stehen zu euch. Der schleimige Kerl hat die Beine in die Hand genommen, Sir. Er hat seinem General die Verantwortung über die Burg übertragen. Weil sind Schlangen gar nicht schleimig. Wenn ich wieder darauf kommt, dass der schleimig ist. Na gut. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen, wünsche einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!